Wassili Sergejewitsch Kulik wurde am 17. Januar 1956 in der Sowjetunion als jüngstes von drei Kindern geboren. Sein Vater war Doktor der biologischen Wissenschaften und Schriftsteller, seine Mutter leitete eine Schule. Kulik war Schlafwandler und begann früh Tiere zu quälen. In seiner Schulzeit boxte er und hatte viele Freundinnen. Mit 18 Jahren ging er zur sowjetischen Armee. Und 2 Jahre später begann er ein Medizinstudium. Er versuchte oft, Frauen zu verführen, vor allem Kommilitoninnen und verheiratete Frauen. Zumeist wurde er abgewiesen. Schließlich heiratete er eine Rechtsanwältin, mit der er später auch Kinder hatte. 1980 wurde Kulik von einer Bande Jugendlicher überfallen und schwer am Kopf verletzt. Von da an, so sagte er später, waren seine Gedanken beinahe ausschließlich sexueller Natur. Er schrieb einen Roman, in dem die Hauptperson eine sexuelle Beziehung mit einem 9-jährigen Mädchen hatte. 1982 begann er als Sanitäter zu arbeiten und nutzte die Patienteninformationen, um mehrere Kinder zu vergewaltigen. 1984 setzte er eine ältere Dame unter Drogen, vergewaltigte sie und erdrosselte sie schließlich. Er vergewaltigte sowohl Kinder als auch ältere Frauen, die er teilweise mit Messern und Schusswaffen ermordete. Das jüngste Kind war erst 2 Jahre alt, sein ältestes Opfer 75. Am 17. Januar 1986, an seinem 30. Geburtstag, scheiterte einer seiner Angriffe, woraufhin er festgenommen wurde. Es wurde bei ihm sowohl Pädophilie als auch Gerontophilie festgestellt. Am 11. August 1988 wurde Kulik für 13 Morde, 30 Vergewaltigungen und andere Übergriffe zum Tode verurteilt. Am 26. Juni 1989 wurde er von einem Erschießungskommando hingerichtet.